Hallöchen Leute, ich begrüße euch wieder beim Ape Server Play, wo ich jetzt meine, na, lass mich in Ruhe, 60 Pharos Inge, nicht Pharos Invar habe. Und damit kann ich mich jetzt endlich an den Dynamic, macht jetzt gerade noch den Steam näher, wir wollen den hier haben, brauchen wir die Invar, Gears 2 Stück, die in der Mitte einen Eisen haben. Gut, kriegen wir hin. Wir werden, glaube ich, unten, ja, das braucht noch Redstone, wir brauchen noch diese Coil mit Silber und Redstone. Aber da habe ich mir auch extra ein bisschen Silber noch fertig gemacht. Wenn wir das reinlegen, klappt da noch nicht vernünftig wieder. So. Ein Redstone dahin, zwei Gears. Und das, dann haben wir einen Dynamo. Eigentlich möchte ich gerne schon noch einen zweiten bauen. Denn dann kann ich mich hinstellen und kann hier, wenn ich es will, den damit hinsetzen, anstatt da so eine Kohleverbrauchsengine hinzubauen. Ist, glaube ich, recht sinnvoll, dafür schon mal einen zu haben. Wobei wir das, bevor wir das so machen, erstmal noch den da machen müssen. Falsch. Irgendwas mit dem Zurücklegen ist natürlich immer noch ein bisschen umständlich. So, das haben wir. Jetzt brauche ich aber noch ein bisschen mehr. Das geht. Und zwar brauche ich einen Leadstone Energy Conduit. Die sind noch recht einfach zu machen. Dafür brauchen wir hier Redstone. Und bin ich überraschterweise Lead. Und deswegen brauche ich das Tinkers Glas mit hier. Um mir davon, um das dafür zu verwenden. Muss ich mir extra Hardenglas machen. Und ich möchte gerne die Liquiductual Opa, wie auch immer das heißen soll. Also, Fluidukte brauchen ja normalerweise harten Glas. Und gehen halt auch wirklich nur mit harten Glas, nicht mit den anderen, scheinbar. Und halt Kupfer. Es gibt aber halt diese Variante geschlossen, da muss dann ein Blei in die Mitte. Und damit erreicht man halt, dass die zu sind, dass man nicht sehen kann, was drin ist. Aber vor allen Dingen erreicht man damit, dass sie halt einfach nicht so viel kosten. Weil ich ja nun mal noch kein harten Glas habe, so. Ja, ich wollte hier eigentlich nicht hinwerfen, ich wollte eigentlich hier ein paar Dinge reinlegen, denn wir müssten jetzt da schon mal einen guten Teil haben. Was ich jetzt noch haben will, ist ein, ist was aus Ender.io. Na, komm her. Komm her, habe ich gesagt. Mein. Und zwar, was Ender.io war gar nicht in der, Entschuldigung, Extra Utilities, hehe. Und zwar, eigentlich will ich hier sogar mehrere Sachen haben. Als erstes möchte ich gerne diese Pumpe haben, wenn sich das machen lässt. Brauche eine Iron Tough Rod. Brauche das Iron Pattern, das kriegen wir wohl noch hin. Ender Eye. Nee, kriegen wir nicht hin. Okay, kann ich nicht machen. Ich muss erstmal eine normale Pumpe haben, weil wir noch gar keinen Blaze gefunden haben. Mir wurde zwar gesagt, ich kann dafür Ferros nehmen, aber das habe ich ja, Vulkanit nehmen, habe ich aber noch nicht gefunden. Aber ich möchte hier oben so einen Barrel haben, der braucht einen Cauldron. Pressure Plates und Stahl. Das ist nicht ganz ohne. Und es braucht halt alles Eisenplatten. Weswegen wir von unserem Eisen hier schon mal wieder was in die Mach mich zur Plattenmaschine packen können. Warum hat der andere nicht weitergearbeitet gehabt mit dem Stahl? Oder ist ihm einfach der Strom ausgegangen? Gut möglich ist das, ja. Aber wir haben hier noch ein bisschen was, was ich für Strom verwenden kann erstmal, damit das oben weiterarbeitet, denn diese, also ich will von den Fässern auch gleich zwei machen zum Mitnehmen, denke ich mal. Als erstes die Pressure Plates. Weil wir davon dementsprechend natürlich vier brauchen. Und dann ganz viele für zwei Cauldrons. Und das macht das Ganze ist schon echt teuer, dank GregTech. Und braucht halt auch ein bisschen. Aber wir haben, ich denke, ich habe keinerlei Wege, hier irgendwie alternativ dran zu kommen, oder? Tiny Pile of Blaze Powder habe ich halt erstmal noch nicht. Kann Glowstone und Redstone gibt es auch, aber haben wir leider nicht. In der Sackmill haben wir auch keine Möglichkeiten bisher. Ich hätte deswegen gehofft, dass wir so ein Magma-Cream bekommen, dass man das vielleicht irgendwie wieder auseinander bekommen kann irgendwo, aber.
Das sind alles Sachen, wo wir irgendwie Sachen aus da wieder rausbekommen. Also, das habe ich bisher noch nirgendwo gefunden. Und, naja, Blazes habe ich im Nether auch noch nicht gefunden. Entsprechend müssen wir gleich mit einer normalen Puppe vorlieb nehmen. Die muss ich dann auch noch machen. Nehmen sie ja nicht. Aber wir haben schon mal Cordon Nummer 1 in Arbeit, brauchen noch ein bisschen mehr Eisenplatten. Können aber schon mal schauen, was wir nach der Pumpe schauen, was ich dafür brauche. Tank und Mining Well, der braucht dann natürlich auch den Iron Tough Rod. Das ist der Ersatz dafür, dass wir, was soll ich denn jetzt sagen? Meine Fresse. Aber ich kann mir das Ding ja auch zur Not hier so machen. Das ist nicht kosteffektiv, aber egal. Dass wir Tinkers so drin haben, dass wir... Genau, jetzt was ich sagen. Wir haben ja so drin, dass es keine Standardwerkzeuge gibt. Und dementsprechend ist das für uns wichtig... ist der Tough Rod halt der Ersatz dafür, dass man halt anstatt einem Eisenwerkzeug das dort reintun kann. Das erste, was hier aussieht wie ein Tough Rod da. Tough Rod Pattern, so. Ah, wir sollten das auch erstmal aus Cobblestone machen oder aus Papier. Cobblestone wäre die intelligentere Lösung. Haben wir Cobblestone hier noch? Nein, wir hätten Stone. Kann man das auch aus so auch noch ausmachen oder muss ich da wirklich Cobblestone nehmen? Ja, ich kann es auch so machen, sehr schön. Dann spare ich mir nämlich das Auseinanderklopfen. Und zwar, du kommst da einmal raus, du kommst da einmal rein. Und davon müssen wir einen einschmelzen. Dann bekommen wir nämlich einmal das Aluminiumbars und ich pack die Glock erstmal da unten mit rein. Die Glock. Nein, mach euch die Glock so. Silver können wir mitnehmen. Du brauchst einen Moment, dann bringen wir das Silber so lange mal hier in die Truhe. Bis ich es brauche. Jetzt hat er es auch schon umgewandelt. Sehr schön. Und danach können wir auch direkt Eisen einschmelzen. Dann müssen wir das dann nicht mehr per Hand nochmal machen. Genau, einer reicht dafür, ja, glaube ich. Hallo. Bitte schön, danke schön. Oder lässt er mir da was? Ne, jetzt sagen, das passt nämlich genau, sehr schön. Dann brauchen wir auch noch, das ist die Frage, ja, das stimmt, die habe ich mal da reingetan. Noch einmal das Eisen. Ich will den Eisen Tough Rod haben. Das passt soweit. Das Einschmelzen von denen funktioniert übrigens noch nicht, habe ich mit allen festgestellt. Die müssen dafür heile sein, was ein bisschen schade ist. Das Leben wäre so viel einfacher. So, so viel einfacher. Ach komm, du kannst doch nicht so lange brauchen. Will ich sonst noch was anderes machen? Ich kann ja auch schauen, ob ich sonst noch irgendwas brauche. Nee, den Rest dürften wir haben. Iron Gear wurde ja noch nicht geändert. Das sollten wir alles hinbekommen. Und du bist halt so unheimlich teuer. Sonst wäre das alles kein Problem. Die hier bekommen wir auch zusammen. Wir hätten genau genug Enderperlen dafür, wenn da diese eine verdammte Blaze Rod nicht wäre. Und ich habe im Nether halt echt noch... Ich will jetzt auch nicht mal losgehen, welche suchen. Das werde ich irgendwann mal machen, welche suchen. Und dann mir der richtige... Die Thermiotic Pump hinpacken, denn die ist einfach besser. Sie läuft flüssiger und sie stellt halt sicher, dass... Also, abgebaute Blöcke werden halt ersetzt. Und deswegen ist die halt für den Server einfach wesentlich besser. So, Eisen ist drin. So.
können uns schon wieder hinlegen. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht doch einmal kurz gleich noch gucken will dafür im Neta, denn ja, es wäre halt echt praktischer. Also was heißt praktischer? Es würde halt einfach den Server viel mehr schonen. Und das will ich eigentlich schon irgendwie erreichen, dass wir da nicht hinter so einen absoluten Leckhaufen haben. So, das haben wir. Zwei Cauldrons, zwei Lightweight Pleasure Plates und drumherum Stahl. Es steht Tar drauf, aber ich glaube, sagen Tar ist leer. Warum auch immer. Es ist nichts drin, dementsprechend müssen wir da reinpumpen können. So, dann brauchen wir jetzt nochmal. So, einmal den. Einmal den. Einmal den. Und was brauchten wir noch? Da war noch etwas, was wir... Redstone, glaube ich, oder? Genau. Geht da verdammt nochmal wieder rein. So, geht doch. Wie gesagt, normalerweise wäre hier ja immer eine Eisenspitzhacke, aber da es bei uns nun mal keine Eisenspitzhacken gibt, fällt die halt damit raus und wurde ersetzt durch etwas, was wir machen können. Tough Tool Rod. Einmal das, so. Das haben wir und jetzt gehen wir damit mal los. Schau mal auf die Schnelle, ob wir im Neta nicht irgendwo was finden, was uns irgendwie Blaze Rods gibt. Finde ich auch ein bisschen ärgerlich, dass es keine, dass Blaze Rods und alles wichtig sind, aber es ist ja halt echt nur in Festungen zu finden sind. Und man da nicht irgendwie die Möglichkeit hat zu sagen, okay, da ist ein Monster, damit kriege ich Blaze Rods einfach viel, viel schneller. Denn damit wäre das Leben so viel einfacher. Außerdem fällt mir noch was ein, was ich vergessen habe. Deswegen lagern wir das hier mal alles ein. Machen dich schon mal weg. Und gucken hier mal. Warum überrascht mich das nur nicht? Pyrit ist das immer noch nicht, wahr? Ich könnte mal eben nachschauen, zwar wurde mir gesagt, aus Vulkanit kann ich irgendwie Blaze Powder machen. Sehe ich aber... Aha, aus zwei Vulkanit kann eine Blaze Rod machen, das ist natürlich geil. Gab es da noch etwas anderes für? Nee. Aber da müssten wir halt hier auf die Schnelle irgendwo Vulkanit finden. Und das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Das ist wieder Pyrit. Wir können die Zeit hier aber nutzen, uns umzugucken, solange uns kein Viech angreift. Und ich glaube, das würde auch kein Viech angreifen produzieren. Aldurit ist hier, das können wir, glaube ich, mitnehmen. Ohne Probleme, da... Was will ich sagen? Ja, genau, weil Metallurgie nicht von Dingsbums beeinflusst wird. Nether Ore. Kommt uns das ein bisschen entgegen. Und mir wurde auch immer noch gesagt, ja, im Nether sind so böse Dämpfe. Ich habe davon immer noch nichts gesehen. Wir nehmen hier mal den Netherrack auch mit. Nicht unbedingt, weil ich den jetzt direkt brauche, aber damit wir gleich Baumaterial haben, falls ich was brauche. Nether Iron Ore lassen wir schön die Finger von. Nether Diamonds sind zu unheimlich verlockend, aber bringen mir erstmal noch nichts. Und ich will die Viecher nicht unnötig verärgern. Celluklase nehmen wir mit. Und Kobold ist zwar theoretisch gesehen interessant, aber praktisch total unwichtig. Und ich kann Quarz abbauen, ohne dass sie mich anschreien. Das ist super. Dann nehmen wir das nämlich auch schon mal mit. Da lassen wir die Finger von, weil Nether Ores draufsteht. Und keiner will sich mit Nether Ores anlegen. Weil Nether Ores macht Leute unglücklich.
Frage ist, ich habe jetzt sehr lustige Dinge. Können die etwas Tolles, wenn ich daraus Waren mache, außer gut aussehen? Scheren könnten sie, super. Man könnte halt Material und alles, okay, aber nichts davon. Und du wahrscheinlich auch nicht, nee. Flüssiges Aldolith könnte man aber mischen. Aber Vulkanit war ja nur als Bawals Ohr. Und das müssten wir halt finden. Und das ist echt tricky. Boah, jetzt seid ihr aus irgendeinem Grund doch ärgerlich. Okay, vielleicht habe ich die gerade doch mit etwas verärgert. Ich wusste nicht, womit. Arbeiten uns hier mal. Aber warum, wenn ich sie verärgert habe, kann ich auch die Meta-Diamanten mitnehmen. Arbeiten uns hier mal dran lang, ob da gleich noch was auftaucht irgendwo. Sieht aber nicht so aus. Schade. Das hilft mir also erstmal nicht weiter. Dann schauen wir uns mal oben weiter um, weil an der Oberfläche sein bringt halt dadurch mehr, dass man einfach mehr sieht. Im Umbringen bringt uns nicht wirklich was. Fledermaus ist ein Problem. Puh, das war knapp. Der Luftschuss danach. Oh Mann. Du bist witzigerweise nicht ärgerlich auf mich, aber du. Und damit werden wir deinen Kollegen so oder so auch anlocken, wenn er sich traut, darunter zu kommen. Aber dann können wir auch mehr Diamanten mitnehmen. Und müssen hier eh noch mehr Pigment verprügeln, um überhaupt wieder hochzukommen. Gunpowder ist nicht schlecht. Da sind noch mehr von euch. Und noch so eine verdammte Fledermaus. Ey, meine Fresse. Dann schauen wir uns hier mal noch weiter dran lang um, ob wir da irgendwo Vulkanit finden. Ich finde auf jeden Fall unheimlich viel Diamanten. Und Dinge zum Verprügeln. Meter Kupfer. Ich wusste ja, dass ich da noch mehr gehört habe. Ja, nochmal, Freund. Du bist das eine kleine Variante davon. Macht ganz schön Schaden. Pyrit wieder. Ja, wollen wir nicht. Bringt mir ja nichts. Erstmal. Netazin interessiert auch noch nicht so. Numerit. Sieht lustig aus, wird wahrscheinlich aber auch nichts Tolles bringen. Ja. Hilft mir jetzt auch nicht direkt. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass der mich gleich nicht anspuckt, aber ich wollte hier noch mich schon noch weiter umschauen. Ignatius? Ein Haufen lustiger Dinge. Aber bisher leider kein Vulkanit. Haufen Werkzeugsachen, kein Vulkanit. Yeah, Mist. Und wahrscheinlich, na, damit geht es, wir hatten ja nachguckt, es geht nur mit Vulkanit. So. Da kommen euch noch diese lästigen kleinen Spinnen raus. Und die sind echt nicht ohne, wie man gerade merkt. Die machen schon gut Schaden. Und ich muss hier ab und zu mal ein bisschen ausleuchten, sonst seht ihr hier, glaube ich, so herzlich wenig im Video hinterher. Das war auch dieses klassische Minecraft-Meta-Problem. Es ist so unheimlich dunkel. Und wir verärgern noch ein paar, indem wir hier die Diamanten abbauen. Aber könnte ich das in die Kleid auch mal abbauen, weil ich auch keine Ahnung habe, was ich damit kann. Ich das noch nie wieder benutzt habe seitdem. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Wir machen das mal vernünftig hier. Kleid Dust. Die Platten davon. Hast du nicht gesehen? Na, vielleicht brauchen wir das ja einfach mal. Haben schadet auf jeden Fall nicht. Vulkanit vielleicht irgendwo. Von wo schießt der da? Ich schmeiß das doch schon zurück.
Ja, trink dich mal selbst. Ach ne, du bist ja feuerfest, ne? Au. Ah, die Wolke scheint ihn zu blocken und dann schießt er wieder. Und wir stehen im Feuer. Ja, toll. Dieser Ghast ist so unheimlich nervig gerade. Ich gucke, ob wir nicht einfach weiter laufen können, aber auf dem Boden hier nicht gut. Und das, was wir machen, ist hier sehr gefährlich. Osmium, aha, das würde ich echt gerne mitnehmen. Auch wenn wir dort einiges riskieren. Irgendwas ist da schmerzhaft verbrannt. Ach, der hat auch noch so einen hässlichen Hut auf. Das Problem ist, das ist immer noch nur Osmium. Aber sonst nichts Wichtiges. Und ein Pikmin, der mich dafür angreift. Ja, jetzt sehen wir hier gerade sehr, sehr gefährlich. Könnten das mal mitnehmen. Die wir vielleicht irgendwo brauchen. Sonst sollte ich zusehen, dass ich irgendwie wieder zurückkomme. Aber wo schießt das hier alles? Wo, der ist jetzt gerade über uns, deswegen. Und der backt sich zu mir runter. So, wir haben aber hier mit dementsprechend jetzt gerade einen Tacken Ruhe. Und jetzt mache ich ein Stück rein, dann haben wir erstmal wirklich Ruhe vor dem. Aber immer noch kein Vulkanit. Haben wir dieses lustiges Vaxoros? Vioporas? Sieht nett aus, hilft mir aber halt immer noch nicht. Weil kein Vulkanit. Jetzt, es gibt hier so unheimlich viele Metallurgie-Sachen, aber ich finde einfach nicht die, die ich brauche. Meine Fresse. Jetzt wird er mich wahrscheinlich gleich wieder beschießen. Deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen beeilen, den kleinen Explosionssau da versuchen zu umgehen. Den einen noch mitnehmen. Weil wir ihn haben und so. Hier gibt es zwar auch einiges, aber nicht das, was wir brauchen. Was ist... War das? Das ist schon das Vanetakopf. Hier wächst auch auf Bäumen, oder? Ich finde, das sieht jedes Mal ein bisschen aus wie das, was ich... Wie ich erwarte, wie Vulkanit aussieht. Hallo? Du greifst mich nicht an. Komisch. Na, ja, aber ist ja nicht schlecht. Ob ich hier oben noch irgendwie irgendwo weiterkomme und mir das was bringt? Ah, da ist ja noch einer. Gucken, ob wir hier irgendwo noch weiterkommen. Und ja, die Folge wird heute wohl einen Tacken länger. Aber es wäre halt schön, das noch zu finden. Das sind Bäume, da ist Kaledrit. Wieder was von Metallurgie. Liter Gold. Nicht das, was wir suchen. Das könnte wichtig sein. Das sieht passend aus. Das könnte es sein. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Wir springen einfach mal hoch und gucken und hoffen, dass wir das nicht von dem Gast runtergeschossen werden. Midasium. Mist. Falsche. Aber egal, nehmen wir trotzdem mit. Da vorne ist noch etwas Grünliches, was wir mitnehmen können. Da unten ist auch noch was, was passend sein könnte. Okay. Von oben gucken hat auch Vorteile. Was ist das? Das ist dieses Vyro nochmal. Das ist dieses vergiftende Zeug, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das andere war dort, das könnte Sangunit nehmen wir. Sonst ja einer der besten Stoffe. Midasium, Mist.
Ich will doch nur einmal Vulkanit. Ein einziges Mal. Das ist ein Wisp. Das ist Arleit, das hilft mir alles nicht so wirklich weiter. Da oben ist noch was, was passen könnte. Was machst du, Wölkchen? Ach, du bist eine Sulfurwolke. Ja, das interessiert mich wirklich. Außer, dass du vielleicht mein Inventar zulegst mit Dingen, die ich nicht haben will. Das Berries selbst brauchen wir auch nicht. Das ganze Geldkram brauchen wir nicht. Wobei, ich wäre schon interessant, was so eine Duskberry machen kann, aber ich hab's bereits. Ignatius. Vidasium. Mist. Verdammt, jetzt habe ich aus Versehen Pikmin angelockt. Na egal, jetzt können wir. Wobei haben wir nicht das Pig Iron. Ist aber trotzdem aus Nether irgendwas. Achso, das kann nicht. Was haben wir? Nether Pig Iron. Was macht denn das so? Ach, das gibt direkt Stahl. Das ist natürlich auch interessant. Ich weiß nur nicht, ob es jeweils funktioniert. Ich weiß, ich habe mir jetzt hier gerade wieder Freunde gemacht, aber naja. Redstone. Gold. Zinn. Ein Haufen Sachen, aber nicht das, was wir suchen. Da ist noch was Interessantes und da ist noch was Interessantes. Wobei wir aber dabei wissen, dass es nicht das ist, was ich suche. Ich glaube, ich nehme das Adat jetzt auch einfach mal mit, weil es zu viel ist. Dann sind die Bonemeal-Quellen. Die brauchen wir momentan auch noch nicht so dringend. Irgendwo da war das doch, wo ich noch hin wollte. Da sieht was interessant aus. Ab hoch da. Dann schon, wenn wir von dem Pikmin wegkommen, der so angeschlichen kommt. Schon mal was essen können. Und ja, die Folge wird ein bisschen länger, noch ein bisschen mehr länger. Ich will das jetzt fertig machen. Ich will nicht extra eine extra Folge eigentlich dafür anfangen. Mal schauen, vielleicht werde ich es fast müssen. Denn ich möchte eigentlich nicht die normale Pumpe aufbauen. Ich habe sie mir jetzt zwar gebaut, aber ich bin halt echt nicht zufrieden mit der. Weil das halt irgendwie nur für Serverlag sorgt. Und das will ich halt eigentlich von Anfang an vermeiden, wenn es irgendwie geht. Da ist es einfach. Ich muss weiter hoch. Sinnvoller, das nicht zu machen. Nidasium. Wie selten ist dieses Vulkan? Es kann doch sein, dass Drake das mit voller Absicht ausgeschaltet hat, weil er vermutet hat, wusste, dass man das machen kann. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass er das behalten. Nidalapis, das nehmen wir mit, auch wenn das jetzt gefährlich ist. Aber Lapis brauche ich immer. So, und da sind meine neuen Freunde. Ich gehe hier aber auch nochmal weiter hoch, schauen, ob wir noch mehr finden. Netherubi wäre sinnvoll, will ich aber eigentlich nicht extra mitnehmen. Geld kann weg. Brauche eh kein Arsch, das Zeug hier. Wobei, ne, wir nehmen die, doch, wir nehmen die Rubis schon mal mit. Ich weiß ja noch von Brektik, wie schlimm es war, das hinter Rubine zu suchen. Dann kommen wir langsam mal hoch. Ja, sehr schön. Dann haben wir nicht irgendwie wieder eine Fläche, wo wir auf den Boden schauen können. Auch wenn du ein bisschen beängstigend aussiehst. Aber jetzt bist du tot. Und du auch. Und du lässt doch etwas fallen. Ghastly Soul. Ender Porter. Aha. Interessant. Haben wir jetzt halt. Da sind mehr von euch. Aber da will ich eigentlich nicht hin. Ich will hier schon zu irgendwelchem normalen Boden. Wieder normal laufen kann. Die Spinnen will ich auch nicht alle verprügeln müssen. Ignatius. Nehmen wir auch wieder mit, so ist es ja nicht, aber ist immer noch nicht das, was ich suche. Meine Fresse. Pig Iron, ja, will ich haben. Stahl ist es wert. Und zum Glück habe ich den Wegpunkt nach Hause, sonst würde das irgendwann richtig ärgerlich werden. Nether Saphire brauchen wir nicht. Aber da ist noch mehr Nether Lapis. Das brauche ich. Und das ist, glaube ich, auch noch welches. Man lernt also, zum Lapis sammeln ist das hier gar nicht schlecht. Mal
Wahrscheinlich haut mich jetzt hier gleich wieder was runter. Genau, das meinte ich. Oh, es ist sogar sowas. Okay. Ja, wir lassen das mal da. Wir gehen mal weiter. Eigentlich sollte ich auch mal Glowstone mitnehmen. Den haben wir nämlich auch immer noch nicht eingesammelt. Aber da muss ich mich hier auch mal drum kümmern. Hier ist mir so viel Aufwand alles. Hallo, du magst mich also schon mal nicht, gut zu wissen. Was haben wir hier denn noch was überkannt? Das kommt mal alles beiseite. Und vom Netherrack brauchen wir auch nicht übertrieben viel. Aber dann können wir uns hinstellen. Und können hier ein paar Blöcke davon mitnehmen. Und da oben scheint noch Sangonit zu sein oder sowas. Shadow Iron hauen wir auch mal ab und sammeln wir dann gleich unten mal ein. Sangonit, ja, sag ich doch. Und das ist wieder Midasium. Wir können den eigentlich auch mal eben verbauen. Den brauchen wir. Aber wir haben da ja noch genug hinten hinter dann. Dass der nicht das Problem ist. So, alles einsammeln. So. Shadow Iron haben wir jetzt irgendwo. Pig Iron. Da. Und Shadow Iron, den sieht ja auch cool aus. Das ist ja nicht, hilft mir aber auch immer noch nicht weiter. Tin. Neue Freunde. Komm, wir machen gerne Party, Jungs. Nehmen wir noch ein bisschen mehr davon mit, wenn wir da gerade schon sind. Und dem kann ich wieder nicht widerstehen. Auch wenn ich mich damit unbeliebt mache. Das Ding bei mir ist, nee, lassen wir mal. Das ist zu viel zu mitnehmen. Ich will da eigentlich hingucken, was das, was da alles so ist. Ist. Zum Glück haben wir so schöne harte Kellen, denn sonst würden die uns hier viel leichter auseinandernehmen. Da hat irgendjemand was fallen lassen. Was genau ist die Frage? Ein Golden Sword. Nee, brauchen wir nicht zwangsweise. So, du kommst doch auch noch, ne? Ja. Midasium. Kann man wohl unheimlich viel Gold rausmachen, wie ich es mit Earth bekomme, aber ansonsten habe ich keine Ahnung, ob sich das irgendwie lohnt. Die Lapis lohnt sich halt. Und dafür lohnt sich auch hier weiterzumachen, obwohl wir Leute bei einer 33-Minuten-Folge sind. Wir machen das mal so, ich mache hier mal einen Cut. Und wir werden dann wohl notgedrungen die nächste Folge noch weitersuchen, einfach weil es mir auch gerade ziemlich viel Spaß macht. Wir sehen uns also dann beim nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.